Hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Magis. Das letzte Mal habe ich euch eine Geschichte erzählt über mich und meinen Vater. Wie mein Vater mir den Sternenhimmel erklärt hat und wie er mir in Darmstadt die Straßen gezeigt hat, nachts. Und immer wieder mir gezeigt hat, wie ich mich in Darmstadt bewegen muss und wo ich denn bin. Heute habe ich euch eine Geschichte mitgebracht über einen Mann. Ein Mann, der auf einem großen Hof lebte, mit seinem Vater und seinem Bruder zusammen. Wir nennen den Mann jetzt einfach mal Hans. Hans lebte sein ganzes Leben lang schon auf diesem Hof. Mit seinem Vater, mit seinem Bruder und mit ganz vielen Schweinen. Hans hatte eigentlich ein sehr schönes Leben. Doch irgendwann mal merkte Hans, dass dieses Leben ihn nicht ausfüllt. Also ging Hans zu seinem Vater und er erklärte ihm das. Hans bat seinen Vater, dass er sein Erbe auszahlt, sodass, wenn Hans Vater mal sterben würde, Hans kein Erbe mehr bekommt. Weil er es ja schon bekommen hat. Also, voller Trauer und voller Leid, machte das Hans Vater und zahlte ihm das Geld aus. Weil Hans Vater wollte, dass Hans glücklich ist. Hans hatte einen Sack voll Geld und zog raus in die Welt. Und erlebte verschiedene Sachen. Hat gefeiert, hat Partys geschmissen und hat ein fröhliches Leben geführt. Hat viel Geld ausgegeben, so viel, dass er sein ganzes Erbe ausgegeben hat. So, dass er keinen Pfennig mehr hatte. Und plötzlich war Hans wieder ganz alleine. Keine Leute mehr, mit denen er Party feiern konnte. Keine Menschen mehr, mit denen er fröhlich sein konnte. Also dachte sich Hans, was mache ich denn jetzt? Da fiel ihm der Hof seines Vaters ein. Und dachte, ich könnte zu meinem Vater gehen. Und zu ihm sagen, Vater, ich bin nicht weiter dein Sohn. Ich werde jetzt dein Bauernknecht sein. Ich werde die Schweine hüten und mich um die Schweine kümmern. So fasste Hans seinen ganzen Mut zusammen. Ging zurück zum Hof. Kam auf den Hof und sein Vater erblickte ihn. Hans voller Angst, was jetzt passieren würde. Plötzlich rannte sein Vater auf zu Hans los, umarmte ihn, küsste ihn, war voller Freude, weinte vor Freude. Die Tränen flossen über Hans Schulter und er merkte, was ist hier los? Mein Vater freut sich, dass ich wieder da bin. Und sein Vater sagte, bringt mir das schönste Gewand, was wir haben, und schlachtet ein Lamm, zur Freude, dass mein Sohn wieder da ist. Doch Hans sagte zu seinem Vater, Vater, ich will nicht mehr dein Sohn sein. Ich will Bauern sein. Ich will dein Knecht sein. Ich will die Schweine hüten. Doch sein Vater sagte, nein, du, mein lieber Sohn, warst verloren und bist wiedergekommen. So feierten sie am Abend ein großes Fest und Hans Vater lud viele Leute ein und feierten, dass sein verlorener Sohn wieder da ist. So ein großes Fest feiert auch Gott, wenn wir ihn anbeten, wenn wir zu ihm beten und wenn wir an ihn glauben. So ermutige ich euch, ihr Lieben, dass ihr immer mal wieder zu Gott betet, und merkt, dass Gott ein großes Fest gibt für euch. Das war's von mir wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.